Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marco Lovic und das ist das erste Video seit längerem mal wieder auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um den ersten Teil der zweiten Season des Null-Projekts, wie du ein Unternehmen von 0 bis 100.000 Euro Umsatz aufbauen kannst, wie ich das Ganze mit dem Null-Projekt mache und wie du es für dein Business dementsprechend anpassen kannst. Heute geht es darum, warum 2 Wochen lang kein Video hochgeladen worden ist und wie die zweite Season des Null-Projekts aussehen wird, wie die Vision dazu aussieht und wie die praktische Planung dazu aussieht. Hier oben siehst du eine Leiste, einmal die Einführung, einmal die Vision und dann einmal die Umsetzung. Wenn du dich für die Einleitung nicht interessierst, warum nun 2 Wochen lang kein Video hochgeladen worden ist, wie es bei mir persönlich aussieht und eine Einleitung zum Null-Projekt, dann kannst du das Ganze überspringen, indem du hier unten in der Videobeschreibung unter diesem Video auf die Zeitstempel klickst, die ich dort eingebunden habe, sodass du zu dem Teil des Videos springen kannst, der für dich persönlich relevant ist. Ja, wir fangen also mit der Einleitung an. Für mich persönlich, wie für viele andere Unternehmer da draußen, ist es so, dass es eine Motivation ist, sein eigener Chef zu sein. Von dort zu arbeiten, von wo man arbeiten möchte, das zu tun, was man möchte, was man am besten kann und möglichst viel Geld zu verdienen, sodass man seinen Lebensstandard aufrechterhalten kann oder sogar einen guten Lebensstandard führen kann. Geld spielt dabei nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Unternehmer, vor allem Unternehmer am Anfang, eine große Rolle und ist oft auch eine Motivation für viele da draußen, täglich Gas zu geben, sodass man das Ziel eines Tages erreicht. Ja, das Null-Projekt habe ich jetzt circa vor 6, 7 oder 8 Monaten gegründet, wo eben das erste Video auf meinem YouTube-Kanal dazu entstanden ist. Und in dieser Zeit habe ich es nun geschafft, mehrere tausend Euro damit pro Monat zu verdienen. Ich habe nun schon 3 Jahre lang versucht, mich selbstständig zu machen, 3 Jahre lang versucht, Unternehmen aufzubauen. Meine Unternehmen sind gescheitert, haben nicht funktioniert, es war Problem mit den Businesspartnern, es war Problem mit der Idee, es war umsetzungstechnisch einfach nicht möglich. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich es endlich geschafft habe, eine Selbstständigkeit aufzubauen, von der ich gut leben kann. Meine anfängliche Motivation war es, Geld zu haben, sodass ich meine Miete bezahlen kann, dass ich kaufen kann im Supermarkt, was ich will, dass ich auch mal reisen kann, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, ob ich im Kino jetzt Nachos oder Popcorn nehme und so weiter und so fort. Ja, so Basic-Probleme waren für mich damals einfach die Motivation, die ich lösen möchte. Ich hatte keine Lust, einen Chef zu haben, das war immer für mich die Motivation, aber Geld war auch ein großer Faktor. Irgendwann war es nun so, dass ich mit dem Null-Projekt dieses Problem gelöst habe und meine anfängliche Motivation war weg, da ich einfach mein anfängliches Ziel erreicht hatte. Ich habe erreicht, wovon ich damals immer geträumt habe. Es ist jetzt kein extremer Lebensstandard, den ich hier habe. Ich kann mir jetzt nicht jeden Monat eine neue Rolex kaufen oder jeden Monat einen neuen Mercedes oder was auch immer. Aber das war auch nie meine Motivation. Meine Motivation war es einfach von mir selbst aus, meinen Lebensstandard zu finanzieren, keine finanziellen Probleme zu haben und einfach so zu leben, wie ich es leben möchte. Und das habe ich nun erreicht. Und als ich diesen Punkt erreicht habe, da bin ich in ein kleines Loch eingefallen, weil ich keine Motivation plötzlich mehr hatte. Wenn ich jetzt beispielsweise 3.000 Euro im Monat verdient habe, dann würde es für meinen aktuellen Lebensstandard überhaupt keinen Unterschied machen, 4.000 oder 5.000 Euro im Monat zu verdienen. Denn ich würde mir davon auch nicht mehr kaufen, als ich es ohnehin mache. Also war Geld für mich ab dem Zeitpunkt keine Motivation mehr. Und das musste ich erstmal verstehen. Ich musste mir eine neue Motivation, ein neues Ziel setzen, habe mich mit Leuten unterhalten, habe mir selbst viele Gedanken gemacht und mir ist bewusst geworden, dass mir einfach dieses Unternehmerische den Spaß gibt. Jetzt habe ich das Ziel erreicht, sodass ich von meiner Unternehmung, von meiner Selbstständigkeit leben kann. Ich möchte jetzt einfach mehr Spaß haben, indem ich ein größeres Unternehmen aufbaue. Und damit verdient man natürlich auch mehr Geld, ist klar. Aber diese ganzen Prozesse aufzubauen, die Website aufzubauen, den Instagram aufzubauen, Kontakte aufzubauen, mit Leuten zu sprechen, mich mit Leuten zu treffen, Produkte zu verkaufen, Dienstleistungen zu verkaufen und so weiter und so fort, das Design, alles was dazugehört, macht mir extrem viel Spaß. Also bin ich zum Schluss gekommen, YouTube macht mir sehr viel Spaß, aber es macht keinen Sinn, täglich weiterhin Videos hochzuladen, sondern ich möchte das Ganze jetzt so machen, dass ich alle 2 oder alle 3 Tage Videos hochlade, dafür regelmäßig, weil ich eben, wenn ich tägliche Videos hochlade, einfach dazu gezwungen bin, mir täglich irgendetwas aus den Fingern zu saugen. Ich kann einfach nicht jeden Tag qualitativ hochwertigen Content machen. Das ist einfach nicht möglich. So viel Content habe ich einfach nicht, den ich täglich rausgeben kann, der wertvoll ist.
Also beschränke ich das Ganze auf alle 2 oder alle 3 Tage, sodass ich mir wirklich mehr Zeit lassen kann mit den Videos, mir mehr Gedanken dazu machen kann, sodass die Videos schlussendlich auch für euch da draußen deutlich besser sind. Wie hoffentlich auch dieses Video zeigt. Ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft, einen neuen PC gekauft, eine neue Webcam gekauft, sodass die Qualität viel besser ist, sodass die Renderzeit kürzer ist, sodass ich schneller Videos hochladen kann, diese Videos besser gestalten kann und so weiter und so fort. Ja, so viel erstmal zu der Einleitung. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Videos, der Vision. Aktuell bin ich mit dem Nullprojekt von dem Angestelltenverhältnis in das selbstständige Segment gewechselt. In diesem Segment hat man kein richtiges Unternehmen aufgebaut, denn ich arbeite immer noch alleine für Kunden, nehme die Kundenwünsche entgegen und muss praktisch immer noch auf die Kundenwünsche hören, genau wie es bei einem Angestellten der Fall ist. Ich persönlich möchte langfristig ein Unternehmen aufbauen und von dieser Selbstständigkeit wegkommen. Aktuell bezahle ich davon meinen Lebensstandard, also ist das nicht möglich. Ich baue mir also eine zweite Seite auf, eine zweite Unternehmensseite auf, ein zweites Business auf, von dem ich dann auch in Zukunft leben kann, vielleicht sogar besser leben kann. Und das Ganze möchte ich automatisieren, indem ich mir einen Designer reinhole, einen Virtual Assistant und das Ganze auf Englisch gestalte, also den internationalen Markt abdecke. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil des Videos, wie das Ganze in Zukunft aussehen wird. Ja, ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Ich habe hier ein Logo, das blende ich euch einfach mal ein, Inked Media. Den Namen habe ich gewählt, weil es irgendwas mit Design zu tun haben sollte und irgendwas mit Design oder Media im Namen haben sollte. Aber die ganzen Design-Namen sind irgendwie zu ausgelutscht, also habe ich dann einfach mal mich für Media entschieden. Inked steht für eingefärbt, Media steht für Social Media, also eingefärbtes Social Media Profil, das heißt Design-Dienstleistungen für Social Media. Passt schon irgendwie der Name. Das Logo habe ich hier, wie gesagt, eingeblendet und der Plan ist nun folgender. Ich fange damit an, einen Shopify-Store aufzubauen, auf Englisch, also so, dass den jeder verstehen kann, möglichst simpel aufgebaut und der Shopify-Store soll auf folgendes Konzept beruhen. Er soll darauf ausgelegt sein, weil ich eben aus meinen Erfahrungen von Nullprojekt gelernt habe, dass ich das meiste Geld damit verdiene, indem ich Monatsbeiträge nehme von Kunden, dafür, dass ich einfach regelmäßig täglich oder alle 2-3 Tage Beiträge für deren Social Media Profil erstelle. Egal, ob das jetzt Banner sind, ob das jetzt Anzeigen sind, ob das jetzt Instagram Stories sind oder ob das Instagram Beiträge sind, LinkedIn Beiträge, Infografiken und so weiter und so fort. Das spielt keine Rolle, aber dieses Social Media Paket, damit verdiene ich das meiste Geld. Also möchte ich die neue Website nur auf Social Media auslegen, sodass ich von Kunden beispielsweise $250 im Monat nehme für einen täglichen individuellen Beitrag und die Laufzeit dabei ist mindestens 3 Monate. Von diesen $250 suche ich mir dann beispielsweise auf Upwork einen Designer, der für $100, zumindest soweit die Planung, der für $100 im Monat alle Beiträge erstellt, also 30 Beiträge für $100 erstellt, also ungefähr $3,33 pro Beitrag. Die Kunden gewinne ich genau wie jetzt aktuell auch auf LinkedIn oder Instagram, indem ich die Leute einfach direkt anschreibe und schreibe, okay, ich sehe Potenzial in deinem Profil, ich sehe, wenn du das Ganze designtechnisch noch ein bisschen optimieren würdest, wenn du das und das und das anpassen würdest, sodass das Farbschema auch zu der Website passt und so weiter und so fort, indem ich einfach ein paar Probleme aufzeige und die Lösung gleich dafür anbiete, kann ich die Kunden auf Social Media gewinnen. Mit diesen Kunden spreche ich dann, erfahre deren Wünsche. Diese Wünsche gebe ich dann, sobald ich das Geld von den Kunden, den Auftrag erhalten habe, an meinen Designer weiter. Dieser erstellt dann für einen Monat beispielsweise die Beiträge. Ich nehme diese Beiträge, leite die Beiträge weiter an den Kunden. Der Kunde ist zufrieden und das Ganze wiederholen wir dann für beispielsweise 3 Monate für diesen Kunden. Das Ganze möchte ich erstmal mit einem einzigen Kunden testen. Den Kunden gewinne ich erstmal selber, suche mir einen Designer. Hoffnungsfroh funktioniert das Ganze dann auch. Hoffnungsfroh macht er das auch für das Geld. Und sobald ich die Designs bekommen habe, dem Kunden die Designs übergeben habe und der Kunde zufrieden ist, habe ich $150 verdient. Damit, dass ich einfach nur Instagram-Nachrichten verschickt habe und vielleicht einen Anruf oder 2 Anrufe mit dieser Person getätigt habe. Das Ganze ist relativ simpel, soll in Zukunft aber dann noch weiter automatisiert werden, indem ich dann jemanden einstelle, der dann die Leads, die Kontaktanfragen über Instagram oder LinkedIn für mich generiert,
diese Kontaktanfragen dann erstmal zu mir weiterleitet. Diese leite ich dann zu dem Designer weiter. Er gibt mir die Instagram-Grafiken und ich leite diese Instagram-Grafiken dann dem Kunden weiter. Somit habe ich dann schon mal 2 Schritte automatisiert. Im 3. Schritt möchte ich dann einen Virtual Assistant einstellen, der dann diese Transaktion von demjenigen, der die Leads auf Instagram oder LinkedIn generiert, weiterleitet zu dem Designer und die Designs weiterleitet dann wieder zu dieser Person, sodass diese Person dann die Designs übergeben kann. Eventuell muss ich die Anrufe immer noch selbst gestalten, denn das Outsourcen ist relativ schwer, da braucht man schon eine professionelle Person. Aber wenn ich erstmal diese 2 Schritte habe, indem ich einen Designer habe, der $100 beispielsweise nimmt und eine Person, die $50 dafür bekommt, dass sie beispielsweise einen Kunden oder eine Kundin für mich gewinnt, dann habe ich $150 abgegeben von den $250 und muss dafür praktisch also nur einen Anruf tätigen oder 2 und das Ganze ein bisschen managen. $100 dafür ist erstmal ganz cool. Wenn ich noch einen Virtual Assistant bekomme für $10 oder sowas, dann ist das Ganze top und dann kann man das Ganze anfangen zu skalieren, indem man dann sagt, okay, ich hole mir 2 Leute, die das Design oder der Designer übernimmt, 2, 3 Kunden gleichzeitig und dann fange ich an, jeden Monat $100, $200, $300 pro Monat zu bekommen. 400, 500, 600, 700, $800, $900,000 ist alles dann kein Problem mehr, sobald der erste Schritt läuft. Der erste Schritt muss wirklich sehr, sehr solide geplant sein, muss gut aufgebaut sein, denn wenn ein Kunde gut läuft, dann kann man das Ganze hochskalieren. Aber ich möchte für diesen Monat mir das Ziel setzen, dass ich das Ganze für einen einzigen Kunden automatisiere. Wenn das Ganze klappt, dann wäre ich sehr zufrieden und dann können wir im Dezember richtig reinstarten und das Ganze automatisieren, denn dann haben wir ein wirkliches Business, denn dann bin ich vollkommen aus dem Business raus, muss mir das Ganze nur noch anschauen, ob das Ganze funktioniert, Probleme optimieren, vielleicht nochmal die Website anpassen für spezielle Angebote und so weiter und so fort. Und wenn man die ersten Kunden dann mal hat und wenn das Ganze dann einmal läuft, so wie das aktuell mit dem Notprojekt der Fall ist, wo ich das Ganze ja noch selbst mache, dann biete ich den Kunden oft an, dass ich sage, okay, du scheinst ja sehr zufrieden zu sein mit den Grafiken, du bezahlst jetzt 200 € im Monat beispielsweise. Hättest du nicht eventuell noch jemanden, der auch daran interessiert ist, Instagram-Grafiken, LinkedIn-Grafiken und so weiter und so fort zu kaufen? Denn wenn du jemanden hast, der dann eventuell bei mir auch bestellt, dann gebe ich dir dafür 50 € Rabatt pro Monat für deine eigenen Grafiken. Und so braucht man dann irgendwann gar nicht mehr viele Leute anschreiben oder gar jemanden, der Leute für dich kontaktiert. Denn wenn erstmal dieser erste Schritt läuft und du 10 Kunden hast, läuft der Rest wie von alleine. Das verbreitet sich wie ein Laubfeuer. Und wenn du dann gute Dienstleistungen ablieferst, die Kunden zufrieden sind, dann empfehlen sie sich gerne auch weiter, zumal sie ja davon auch einen persönlichen Vorteil haben. Und das ist jetzt erstmal der Plan. So sollte die Umsetzung dann in diesem Monat aussehen. Ich dokumentiere das Ganze, zeige euch die Website im nächsten Schritt, sobald die Website steht. Und die Website wird nur darauf ausgelegt sein, Kunden Calls reinzukriegen, sodass die Website an sich überzeugt und die Leute sagen, okay, wie mache ich das Ganze jetzt? Ich möchte einfach nur zeigen, okay, wir bieten Social Media an. Das Ganze soll grafisch natürlich ansprechend gestaltet sein und am Ende soll das darauf hinauslaufen, dass die Leute sich zu einem Anruf mit mir oder einem Skype-Gespräch oder einem Zoom-Gespräch, was auch immer, verabreden, sodass ich das Ganze besprechen kann. Und sobald ich den Auftrag habe, werde ich gleich den ersten Auftrag an einen Designer abgeben, zumindest werde ich es versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann übernehme ich das erstmal noch selber für den ersten Kunden. Ansonsten versuche ich das Ganze outzusourcen und das ist erstmal der Plan. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lass mir ein Abo da und ansonsten sehen wir uns die Tage zu einem weiteren Video wieder. Haut rein!